Wir haben ewiges Leben. Lass es mich dir beweisen aus der Bibel. Schlag mit mir auf Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3. In Johannes Kapitel 3, ab Vers 14 steht: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an den Sohn glaubt, Vers 36, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes Kapitel 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 47, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 6, Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und zum Schluss mein Lieblingsvers, Johannes Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die Bibel sagt immer und immer wieder, und ich habe es euch gerade bewiesen, dass wir ewiges Leben haben, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind, dass wir nicht ins Gericht kommen. Aber was sagen Irrlehrer wie Kleiner Steiner? Nee, ewiges Leben werden wir erst bekommen. Aber was sagt die Bibel? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Jetzt schon. Nicht wird bekommen, sondern wir sind jetzt schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, wir werden niemals in die Hölle kommen. Wir haben jetzt schon ewiges Leben. Und wir werden nicht ins Gericht kommen. Wir haben ewiges Leben. Fertig. Es ist abgeschlossen. Es ist ein abgeschlossener Prozess. Wir haben einmal ewiges Leben angenommen. Abgeschlossen. Damit ist die Sache abgeschlossen. Wir haben ewiges Leben.